Sehr spannend. Liebe Zuschauer, nächstes Thema: anhaltendes Unglück, Resignation, wenig Sex, dazu eine starke Frau und ein unsicherer Mann. So sehen die Zutaten für eine dauerhafte und funktionierende Beziehung aus. Das jedenfalls haben zwei aktuelle Studien und auch Umfragen unter Langzeitpaaren ergeben. Da haben wir gesagt, wow, das ist unser Thema, darüber müssen wir reden. Ist das wirklich das Geheimnis zum Glück? Kann das funktionieren? Alles scheiße und trotzdem lange zusammen. Erik Hickmann, unser Beziehungscoach, ist bei uns. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was ich gerade da gesagt habe, ist das tatsächlich der Preis für eine lange Beziehung? Das ist wohl der Preis bei einigen Paaren, das muss man so sagen, ja. Bei einigen ist ja noch nicht bei allen, ne? Nein, das ist natürlich, es gilt nie was für alle. Jedes Paar hat ja für eine eigene Beziehung, man kann die nie wirklich über einen Kamm scheren. Worum es aber in dieser Studie ging, nämlich herauszufinden, welche Kombination von Beziehungstypen, von Bindungstypen am längsten zusammenbleiben. Mhm. Und um da mal kurz zu erklären, Bindungstypen, Bindungsverhalten ist etwas, das wird in der Kindheit geprägt. Also ein sicheres Bindungsverhalten ist beispielsweise jemand, der Liebe sehr einfach empfangen kann, sehr einfach geben kann. Das sind die Leute, die sind immer in einer Beziehung, die haben sich getrennt und lernen die nächste Person kennen und sind wieder. Genau. Und alle gucken sich an, wie macht der das? Mhm. Und dann gibt es die unsicheren Typen. Das sind Menschen, die glauben eher, dass sie sich Liebe verdienen müssen. Also die müssen sich Liebe erarbeiten. Die haben immer dieses Gefühl, sie müssen ein bisschen hinterherlaufen das dabei und engagieren. Unsicher? Unsicher, ängstlich. Ängstlich, devot? Nicht unbedingt. Das muss nicht dabei sein. Okay. Aber die fühlen sich glücklich, wenn sie für den Partner was tun können. Ja. Das euphorisiert die. Und dann gibt es die vermeidenden Typen. Das sind Menschen, die brauchen ganz viel Anerkennung. Aber die brauchen nicht viel Nähe. Das heißt, das sind so eher diese Rückzugstypen. Ganz viele Singles kennen die. Das sind Leute, wenn man die kennenlernt, die sagen, oh, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Beziehung haben möchte. Da kann man schon davon ausgehen, das sind so eher die vermeidenden Typen. Die Aufteilung ist, sicher sind ungefähr 50, ängstlich sind ungefähr 20, 22, vermeidend sind ungefähr 20%. Und dann gibt es den Rest an Mischformen. Die sicheren, genau. So. Diese Studie, die Forscher wollten jetzt herausfinden, welche Konstellation funktioniert denn eigentlich am besten. Jetzt könnte man denken, sicher und sicher wäre eigentlich das Ideale. War es aber nicht, sondern das Längste war die sichere Frau und der ängstliche Mann. Okay. Die sichere Frau deswegen, weil eine sichere Frau sich nicht trennen wird. Mhm. Und zwei Drittel bis drei Viertel aller Beziehungen werden von Frauen getrennt. Echt? Es sind so die Frauen, die viel? Sich also trennen. 70%? Ja, die Trennungen werden immer von Frauen initiiert. Okay. Auch bei den Scheidungen ist das genauso. Ja. Aus diesem Grund ist eine sichere Frau eigentlich schon mal eine sichere Bank für die Beziehung. So, und der ängstliche, unsichere Mann wiederum, der gibt ihr ja das Gefühl, dass er alles für sie tun würde. So. Und damit hat sie schon gar keinen Grund mehr, sich zu trennen. Weil sie alles bekommt. Deswegen ist das eine super langfristige Kombination. Ob das jetzt eine besonders glückliche Konstellation ist, das wollte diese Studie auch nicht herausfinden. Nein, sondern es geht ja nur darum, wer wie lange eben zusammen ist. Ich sage an der Stelle immer wieder, das ehrlich gesagt mit ein bisschen Spaß in den Backen, aber mein Lebensmotto seit der Hochzeit, happy wife, happy life. Und das ist richtig, das ist genau das. Aber da steckt ja dann mehr hinter. Da steckt eine ganze Menge dahinter. Das ist dieser amerikanische Satz und der ist wirklich richtig. Der bezieht sich eben darauf, dass es die Trennung von den Frauen ausgeht und die Frau sich nicht trennen wird, wenn sie glücklich gemacht wird. Es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein. Ich denke ja bei solchen Paaren dann auch gerne an, also jetzt gerade ewig zusammen, ganz lang, jeden Abend nebeneinander auf dem Sofa. Gemütlich. Ne? Und aber 3 Stunden kein Wort reden. Das ist ein bisschen traurig, ja. Aber erstens mal traurig, wir sagen jetzt, es ist traurig. Und ab und zu mal so machen. Ja, und sich drüber diskutieren, ob man die Fernbedienung vielleicht schaltet. Was genau tust du da eigentlich gerade? Aber ne, ich glaube, wir alle wissen und kennen diese Situation ja. Natürlich. Und das ist ja auch nicht verkehrt, weil diese Vertrautheit und diese Geborgenheit ist super für ein Paar. Was aber wichtig ist, ist, dass ein Paar eben neben diesem Bewerten auch immer wieder sich zu was Neuem bringt. Also wirklich bewusst sich für etwas entscheidet, was man noch nie gemacht hat, um sich und den Partner einfach wieder in neuen Situationen zu erleben. Wie wichtig und wie oft ist dann oder wie oft sollte man da Sex haben? Sex ist sehr wichtig, aber Sex ist nicht wichtig als Leistungssport,
sondern Sex ist wichtig als Bindung. Weil Sex ist die innigste und liebevollste Kommunikation, die zwischen zwei Menschen möglich ist. Das klingt jetzt so ein bisschen sehr romantisch, aber das hält tatsächlich Paare zusammen. Aus diesem Grund sollten Paare auch nicht auf Sex komplett verzichten. Selbst wenn das nicht so wahnsinnig aufregend ist und wenn es vielleicht nicht so klingt wie die Schlagzeilen aus der Frauenzeitschrift, höher, tiefer, öfter, sondern es geht einfach darum, sich gegenseitig wieder anzufassen, anzunehmen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt dabei. Es gibt natürlich jetzt nicht irgendwie einmal die Woche, einmal im halben Jahr. Es gibt so oft das Paar glaubt, dass es gut fürs ist und wenn man das auf diesen Kommunikationslevel konzentriert, dann stellt man fest, dass man vielleicht auch viel häufiger Lust hat, Sex zu haben. Zusammenfassend kannst du es... uns läuft ein bisschen die Zeit. Ja, ich bin wieder. Entschuldigung. Nicht Entschuldigung. Aber ganz wichtig. Also im Prinzip bei der Partnerwahl, man sollte sich immer versuchen, einen Menschen mit einer sicheren Bindungshaltung zu finden. Das ist ganz wichtig. Dann das Zweite ist, für jede Langzeitbeziehung, eine Mischung aus Neuem und Bewährtem, damit auch was Spannendes wieder ins Leben dazukommen kann. Und beim Sex kein Druck, kein Leistungssport, lieber Tantra statt Kamasutra. Das lassen wir so stehen. Happy Wife, Happy Life, Alina. Danke, lieber Erik.